Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. In 1.4.2. Ja, ich habe geswitcht zu 1.4 und irgendwie. Ne, passt. Passt soweit. Ach ja, momentan habe ich gerade ein bisschen laut die Hintergrundmusik, deswegen. 1.4 und ich habe schon. Machst du da auf? So. Und ich habe schon soweit alles reingepackt hier. Zumindest was Item Frames betrifft. befüllt habe ich jetzt die Kisten dabei mal noch nicht. Zumindest nicht alle. die meisten noch nicht. Die Seiten sind ja schon. Item Frames. Sehr geile Sache. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich habe es jetzt mal probiert, so halbwegs jeweils in einer Reihe zu haben, was ich quasi, was quasi so ungefähr zusammengehört. Nur mir fällt auf, ja, ist ganz schön knapp, würde ich mal so sagen. Ja, ist leider so, aber können wir nichts ändern. Ich würde sagen, ich befülle jetzt mal alles, was hier oben ist, soweit darunter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und ja, ihr seht, es hat sich wieder einiges geändert. Ja, hilft nichts. Ich musste vergrößern. Denn, ja, die Kisten reichen mir bei weitem nicht. Das ist einfach nicht möglich. Leider. Leider nicht möglich. Und deshalb habe ich jetzt eben da hinten noch mal jeweils Kisten dazu getan. Da oben ist momentan noch Wasser. Mal schauen, ob ich das noch irgendwie verbergen kann. Ansonsten dürfte ich eigentlich alles soweit geändert haben. Noch habe ich nicht alles reingeräumt, deshalb jetzt hier mal umgeändert eben. Das Licht ist übrigens auch angeschlossen bis nach hinten jetzt. Und vielleicht will ich dann noch eine Closed-Lampe in die Ecke reinmachen. Damit es besser abgerundet ist, ich weiß es noch nicht. Was mir übrigens vorher gerade aufgefallen ist, die CTM-Datei habe ich jetzt mittlerweile auch so irgendwie hinbekommen, dass auch die Glasscheiben jetzt so komplettes Glas haben bis auf die rechte Seite, was lustigerweise auch auf bei der linken Seite ist. Warum genau das ist, weiß ich nicht, aber mich stört eigentlich nicht. Ups. Jetzt kann man schauen, was wir hier so alles kaputt gemacht haben. Genau, das war der Fail-Block. Wenn wir das einfach hier wieder so ein bisschen zukleistern, dann dürfte da eigentlich nichts fehlen. Na ja, das ist jetzt alles unten. Ja, da gehört rein theoretisch noch Holz hin. Genau, klauen wir uns eben mal kurz Erde von hier. Dann machen wir das doch. Da Erde, da kommt Holz hin. So. Und hier, ja, machen wir es dabei so. Das wird nicht funktionieren, genau. Das heißt, wir lassen es dabei. Brauche ich jetzt momentan eh nicht, haben wir eh zu viel. Genau, ja, noch ist nicht alles runtergeräumt. Bin gerade noch dabei. Aber ich wusste halt jetzt schon quasi, dass es nicht reichen wird, würde, wie auch immer. Denn ich habe einfach zu viele Sachen. Hilft nichts. Hier den ganzen Nether-Scheiß rein. Man könnte natürlich auch, ne, was weiß ich, wie viel größere, Kisten, Storage-Lager bauen, was auch immer. Aber ich weiß nicht, ich finde das übertrieben. Ich will es nicht so krass haben wie auf dem Minecraft-Server, sage ich schon. Auf dem Dingsen-Server. Auf dem Timolia-Server. So viel brauche ich dann auch wieder nicht. Hoffe ich zumindest. Oder zumindest gehe ich mal davon aus. Genau, das ist dann eher das, was ich eben in eine neue Kiste packen will. Nehmen wir mal eine kaputte Schaufel. Das sind eben die ganzen Rare Drops von der Zombie-Farm. Und die hätte ich mir dann vorgestellt gehabt, irgendwo eben hier hinzupacken, ich weiß nicht.
Ich würde sagen, das packt man eigentlich alles zu einem, oder? Genau, und das Symbol dafür ist eine Eisenschaufel, würde ich sagen, weil ich da eigentlich genug davon habe. Und ich würde fast sagen, dann machen wir eine Doppelkiste davon. Dann habe ich links mal die ganzen Schaufeln rein, beziehungsweise rechts die ganzen Schaufeln rein. Und links Schwerter. Und Helme. Genau, dann ist hier nochmal eine Reihe ganz normal für die. Und dann drüben haben wir eben Doppelkisten jeweils. Doppelseitige Kisten. So, ups. Jetzt bin ich irgendwo gelandet. Ich möchte nicht den Taskmanager öffnen. Hier habe ich zum Beispiel noch eine komplette Loot-Kiste, die ich noch rübertragen muss. Die ganzen enchanteten Sachen. Das hier alles, das kann ich schon mal mitnehmen. Weil die Enderperlen eigentlich rein theoretisch zu der Loot-Kiste gehören. Aber ich denke, da möchte ich eine extra Kiste dafür haben dann vielleicht. Vielleicht sogar eine extra Doppelkiste. Ja, ich denke, da möchte ich eine extra Doppelkiste haben, weil wenn wir dann nämlich die Dingsens haben, die Enderman-Farm, dann brauchen wir da definitiv die Möglichkeit, die Kisten da oben zu öffnen. Fuck. Habe ich gar nicht ausprobiert gehabt. Die auch nicht. Die auch nicht. Okay. Sollte man vielleicht zuerst mal ausprobieren. Aber ist ja eigentlich egal. Gut, wir brauchen wieder so. So. Ups. Kommt das wieder weg, das wieder weg, das wieder weg. Dann machen wir das dabei kurz so. Und wir brauchen Stufen. Genau, die Stufen kommen dann eben hier upside down wiederum hin. So. Und hinten, ich weiß gar nicht, ob ich hinten auch irgendwas hingemacht habe. Ja, ist ja klar, dass da auch nichts ist. Hinten habe ich einfach nur offen gelassen. Hinten habe ich offen gelassen, das heißt, wir machen da Half-Slabs drüber. Weil ich nämlich nicht den Boden oben ändern kann. Wird hier schon schwierig, schätze ich mal. Genau, wenn ich so mache, kann ich hier das machen. Und hier hauen wir wieder das da rein. Zerpflück hier, glaube ich, gerade ganz schön die Landschaft. Aber hilft leider nichts. So. Dann wieder die Kisten hin. Jetzt gehen sie auf, oder? Jawohl. Erde wieder weg. Fackeln wieder ran. Rangerutscht hier mal auf einen Zentimeter. Dann ich wieder raus. Kisten wieder hin. Zack. Wunderbar. Enderperlen rein. Damit das eine Doppelkiste Enderperlen. Noch sind wir zwar weit davon entfernt, aber das... Das kommt noch alles. Hoffe ich wenigstens. Dahin. Dahin. So. Das ist leer. Das ist leer. Das Zeug, ja, muss ich noch alles wegräumen. Hier, glaube ich, sind wir jetzt auch schon so weit leer. Oh, Sandstein noch alles. Ja, ich mache hier mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich soweit fertig. Ja, ich denke, ich habe alles soweit verräumt. Hier habe ich jetzt noch Double Chest Enderperlen. Hier die ganzen enchanteten Sachen und hier Bögen und Rüstungen. Hier unten kennt ihr schon. Die Kiste ist momentan so für Schienen und alles Eisenzeug und komisches Zeugs. Hab mich tot und Zeugs. Und hier noch ein paar, ja, Steinsachen, alte, die man nicht eigentlich nicht braucht.
aber halt eine Kiste beansprucht. Und der Sattel soll eigentlich seltene Sachen symbolisieren. Deswegen das da oben. Genau, jetzt habe ich mir überlegt, wir sind hier in der 1.4, richtig? Ja, die beiden Kisten, die müssen noch irgendwie nach unten. Wie genau ich das jetzt machen werde, weiß ich noch nicht. Oder was oder wo ich immer ich die da hinpacke. Aber wir sind jetzt in der 1.4 und da weiß ich soweit, dass man dafür ganze Blöcke braucht. Und sie mir gerade noch so reichen. Aber für den Rest. Ey, es reicht sogar noch genau. 1, 2, 3. Machen wir hier ne. Und ein Anvil. Genau. Und diesen Anvil würde ich ganz gerne vielleicht hier hinstellen. Das heißt, unter das Drachenei. Das heißt, wir machen diesen Raum hier auch Glas bis außen rein. Und hier dann einen Glasboden rein. Bis gleich. Und da hätten wir es, den kleinen Nebenraum eben mal so weit ausgebaut, dass man hier runterfallen kann, nicht ganz, ja. Und den Anvil habe ich schon gecraftet. Und dann setzen wir ihn einmal hierher. Macht ein schönes Bild. Und dann schauen wir doch mal. Efficiency 4, Efficiency 4. Und wir bekommen eine Efficiency 5 Hacke draus mit Silk Touch und Unbreaking 3. Kostet 33 Level. Nee. Das machen wir nicht. Aber ich würde gerade mal schauen, was würden uns denn die beiden schwulen Unbreaking-Schaufel bringen oder kosten. Unbreaking 2 Schaufel. Na toll. Und kostet 17 Level. Wir könnten uns das sogar leisten. Das ist aber trotzdem nicht gut, wirklich. Unbreaking ist kacke. Was bekommt man mit Efficiency 4 und Efficiency 2? Kommt man auch schon Efficiency 5? Ne, nur Efficiency 4. Wenn wir es umdrehen, bekommen wir gar nichts raus. Okay. Interessant. Ah, ich glaube, man muss die eine Axt erst anbrechen lassen. Aber sehr bin ich mir da jetzt auch nicht. Haben wir sonst noch was? Fortune 2, Silk Touch. Fortune ist natürlich auch ein bescheuerter Enchantment. Ja, eigentlich haben wir hier nur Scheiße. Infinity, ey, Bögen könnten wir vielleicht mal ein bisschen hier. Power 3. Können wir Infinity und Power. Infinity und Power 3, okay. Kostet 21 und wenn wir es so rum machen, kostet es 22. Ja, wow. Bringt ja wirklich viel. Auf jeden Fall. Nein, im Ernst. Meine ich wirklich so. Aber das wäre auf jeden Fall ganz cool. So könnte man mit nur ein paar Level einen geilen Bogen machen eigentlich. Wenn wir dann noch irgendwo ein Flame hätten, dann können wir noch Flame dazu tun. Hätte auf jeden Fall was. Und das sieht sehr interessant aus, wie das so rumsteht. Ja, der Anvil. Ein 1.4 Updates Block System, wie auch immer. Genauso wie die ganzen schönen Sachen, die wir hier jetzt rumhängen haben. Freue ich mich schon, wenn wir die beiden Doppelkisten voll haben, aber bis dahin wird es wohl noch ein bisschen dauern. Die kleine Preview können wir schon mal bringen. Ey, gehst du auf da. So, und ich würde sagen, wir schauen mal zur Melonenfarm. Fast. So. Setzen wir da mal das Boot dahin. Zu. Sehr gut. Soweit funktioniert hier alles. Also es liegt da tatsächlich auch daran, dass hier drüber Blöcke waren. Jetzt muss ich irgendwann mal noch die Upside-Down-Stufen platzieren, aber hat ja Zeit, wir brauchen es ja nicht. Netherwood, wie sieht's da aus? Könnten wir auch mal wieder ernten. Gleich mal wieder platzieren hier. Drüben haben wir ja immer noch das alte Design, ich weiß. Ich wollte es vor Ewigkeiten mal auch umbauen, aber wie auch schon gesagt, wir haben ja Zeit. Alter nix, vorerst zumindest. Was hast denn du vor, wenn ich dich da mal so fragen darf?
Ja, das Pretty Scary Update macht wirklich Pretty Scary. Hey, weg! Da bleiben sollst. Hallo? Okay. Ja, interessant. Immer wieder schön zu sehen, was Minecraft für Überraschungen zu bieten hat. Ich würde mal sagen, da wir ein paar Level brauchen für unseren tollen neuen Bogen, fahre ich mal rüber zur Zombie-Farm, um ein paar Levels zu leveln. Ja, das macht man nicht so mit Level. Und wir sehen uns dann gleich wieder drüben beim Anvil, schätze ich mal. Einmal hier einparken. Hey, super kann ich das. Tür zu, aufsteigen. Und hier die ganzen Bäume. Ja, es sind noch nicht viel gewachsen, aber ein paar stehen schon. Genau, wir sehen uns dann. Ja, hier habe ich ein bisschen gemogelt. Wir sehen uns dann drüben beim Anvil, wenn ich wieder ja, genug Levels habe, um unsere Bögen zusammen zu enchanten. Bis gleich. So, und wir haben ein paar Zombies wieder mal da. Mit einem Haufen Schaufeln sehe ich jetzt schon wieder. Nur, jetzt ist mal die Frage, jetzt sind wir jetzt Ende 1.4. Meint ihr, es ist jetzt mittlerweile gefixt, das heißt, wir können jetzt Instant Damage Potions hernehmen oder müssen wir wieder Instant Health Potions hernehmen? Wir probieren es mal mit einer Instant Damage Potion. Es funktioniert nicht. Das heißt, es ist wohl immer noch verbuggt und wir brauchen eine Instant Health Potion. Warum auch immer, macht auch so viel Sinn, dass man mit Instant Healths sofortigen Schaden herbeifügt. Ja, ist klar. Ja, mich soll es nicht stören, wir haben davon ein paar. Wo sind die ganzen Schaufeln hin? Ja, keine eine Schaufel fallen lassen. Aber wir haben ein paar XP-Punkte, das finde ich sehr schön. Schauen wir mal, wie viel wir haben und wir sehen uns dann drüben beim Anvil. Und wieder zurück hier mit 30 Levels werden wir uns kurz die beiden Bögen holen. Power 3, weil Power 1 und Punch 2 sind mal voll für den Arsch. Außer wir probieren vielleicht mal mit Punch und Power 1. Kostet 13 Level. Aber den Bogen und dann die beiden Bögen vielleicht noch zusammen. 21 und andersrum kosten es 22, gell? Das heißt, wir probieren es mal so. Jetzt haben wir nur noch 9 Level. Wenn wir jetzt da noch ein Power 1 im Bogen hinzufügen. Dann hätten wir trotzdem Power 3. Was macht denn das für einen Sinn? Ich würde 26 Levels zahlen, dafür, dass ich einfach den Bogen, den ich hier rausbekommen würde, schon hier habe. Bloß umgedreht. Macht so viel Sinn, ja? Nee, nee, wirklich. Macht schon sehr, sehr viel Sinn. Und hier würde ich einen Punch-Zettel dazu bekommen für 38 Level. Und andersrum. Für 35 Level. Infinity 1, Power 3, Punch 2. Aber soweit ich weiß, bringt Punch eigentlich eh nix. Und somit haben wir eigentlich, glaube ich, schon einen recht guten Bogen hier. Das heißt, Power 1 kommt hier rüber. Punch 2 ist sowieso. Und Infinity 1 und Power 3 ist jetzt unser guter. Das heißt, wir brauchen nur einen Pfeil und haben Power 3 trotzdem dabei. Wenn jetzt da noch Flame dabei wäre, das wäre, glaube ich, der ziemlich beste Bogen, den es überhaupt gibt. Und ja, 9 Level hätten wir noch, aber ich würde sagen, erstmal gehen wir wieder schlafen. Dadadadam. Jetzt haben wir hier endlich mal wieder schöne freie Sicht hier zumindest. Mehr oder weniger. Und der Anvil ist schon kaputt. Okay. Ist schon leicht angebrochen. Bin mal gespannt. Ich glaube, wie viel? 32 Sachen kann man damit machen, auf bis er kaputt ist. Ist ganz schön teuer, wenn man überlegt. Du brauchst dafür 3 Eisenblöcke und dann nochmal 4 Eisen-Ingots. Ja. Das hat nicht jeder mal eben kurz übrig. Und unsere Diamanten gehen auch schon langsam aus, sehe ich gerade. Aber ich glaube, wir haben noch 7 unten beim Enchanting-Raum. Weiß ich jetzt aber gar nicht auswendig. Gut, ja, was machen wir als nächstes? Das ist hier die große Frage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich würde eigentlich ganz gern schauen, dass wir diese beiden Kisten hier jeweils voll bekommen. Das heißt, wir brauchen viel, viel, viel Material. Unter anderem viel, 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 viel. Naja, ein viel weg. Mehr Redstone, weil wir auch noch viel, 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 viel mehr Pistons brauchen. Und somit leiden wir eigentlich kontinuierlich an Ressourcen. Was wiederum heißt, dass wir schätzungsweise Ressourcen sammeln gehen. Und ich denke, das werde ich mit einem kleinen Speedway-Aufnahme 333%iger Geschwindigkeit Super Mining machen. Ja. Genau.
Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Thank you.
sind wieder da. Ja, das war doch ein relativ kurzer Ausflug, 25 Minuten oder so, glaube ich. Aber, Entschuldigung, wir haben doch einiges gefunden, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt schon so weit schon mal alles wieder weggepackt und ja, das sind die ganzen Kohleressourcen, die wir bekommen haben. Ich werde das dabei mal so lassen, okay? Ich meine, wir haben hier noch genug und bis wir das brauchen, dabei vergehen noch Jahre. Was wir allerdings aufbrauchen werden, ist mal das hier und die fünf Lapisblöcke hauen wir auch gleich weg. Dann ist das hinter uns, weg uns, wie auch immer. Redstone haben wir jetzt nicht so viel gefunden, aber 31 sind doch auch wieder ein paar. Mit Fortune dürften wir da schon wieder ein paar Stacks rausbekommen. Das heißt, vorerst sollte es auf jeden Fall mal reichen. Für unsere Enderman-Farm allerdings, glaube ich, reicht es noch nicht. Den können wir braten. Genau, dann hole ich noch kurz unsere Fortune-Pick. Den holen wir da weiter rein. Ah ja, genau, da sind überall noch die Steine drin. Ich glaube, da drüben sogar auch. Ne, hier ist noch nichts drin. Habe ich hier schon Kohle rein? Ne. Gut, dann können wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle verbraten. Silk-Touch. Ja, unsere Silk-Touch geht jetzt dann auch schon langsam kaputt. Aber unsere Efficiency brauchen wir dann auch mal. Brauchen wieder eine neue Spitzhacke. So. Gut, Fortune, oder? Genau. Dann rackern wir hier mal durch. Und holen uns den ganzen Scheiß. So gefällt mir das. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. 62 Lapis, nicht mal so schlecht für 5 Blöcke. So, Redstone. Haben wir auch wieder fast 3 Stacks dazu bekommen. Auch gut. So, die hauen wir wieder weg. Und jetzt bin ich gerade am überlegen. Efficiency 4. Wir haben hier nur noch Silk Touch Versionen. Und eine Fortune. Fortune ist zum Kotzen. Wenn, dann bräuchten wir eine Efficiency und Unbreaking. Mal schauen. Ob wir die irgendwo bekommen. Ich würde nämlich sagen, das Eisen bringt uns jetzt auch nicht wirklich gleich auf Level 30. Aber ich würde sagen, zum Abschluss dieser Folge level ich mich nochmal hoch auf Level 30 und wir probieren nochmal eine Spitzhacke und ja, dann denke ich, können wir diese Folge auch wieder gut gediegen beenden. Vorher nochmal kurz Getreide ernten. Schade nie. Und die ist jetzt auch mal geerntet, vor allem ich habe jetzt nur noch, keine Ahnung, ich glaube, ich habe nicht mal mehr Getreide unten zum Brüten. Vielleicht sollten wir das jetzt auch noch machen. Mal schauen. So, gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich Level 30 bin. Bis gleich. Und da sind sie wieder alle gestorben. Und ein paar Millionen Zombies selbst gestorben. Und ja, ich habe nebenbei mal gedacht, wenn man jetzt ein Health Post nutzt. Ja, immer gut gekommen. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht nicht mal so dann eine Karotte oder eine Karotte aufnehmen. Fände ich mal ziemlich nice. Yeah, eine Karotte haben wir. Das freut mich. Dann können wir jetzt mal Karotten ernten, beziehungsweise erstmal ansäen und dann ernten. Und dann können wir uns Invisibility Potions und Night Vision Potions craften. Oh yeah. So, anfangen tun wir mit dem Enchant, bevor wir diese Folge noch beenden. 7 Diamanten haben wir noch. Sehr gut. Können wir schon noch ein bisschen was hier machen. Genau, noch 2 Sticks. Perfekt. So. Level 30 bitte. Und Unbreaking 3, Silk Touch und Efficiency schon wieder. Silk Touch Spitzhacken gehen uns nicht aus, Leute. Aber momentan die Arbeiter Spitzhacken. Das heißt, wir müssen demnächst wieder einmal Level 30 werden, denn die will ich nicht reparieren. Ich will, wenn dann Efficiency 4, Unbreaking 3, die könnten wir vielleicht reparieren. Aber so eine nicht. Genau. Dann fahren wir jetzt hoch, legen die dabei wieder weg. Und verkackt man. Und setzen oben dann die Karotte. Und holen uns dann mit Hilfe. So, wir sehen uns gleich wieder oben. Bescheuerte Boote, echt wahr, hey. Naja. Gut, wir setzen die Karotte dabei mal hier.
Da möchte ich aber ganz gerne mit Bone Meal gleich mal ein paar machen. Bone Meal haben wir hier. Haben wir schon irgendwo was? Nee. Das heißt, wir craften uns da mal kurz ein bisschen was. Ach ja, die Silk Touch wollte ich noch weglegen. Ja, ja, wieder eine Silk Touch mehr. Jetzt haben wir, glaube ich, 30 Silk Touch gezogen. Momentan wirklich ganz gut aufgestellt soweit. So, machen wir das mal kurz hier soweit fertig. Dann so. Und einmal so. Ups. Genau, ich verbrate hier mal die, ja, bisschen Knochenmehl, was wir noch haben, und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, die Karotten werden soweit gepflanzt wieder alle. Ich habe jetzt die ganzen Getreide-Dinger weggemacht und Karotten hingesetzt, weil ich da mir gedacht, Getreide haben wir unten und haben wir auch noch ein, zwei Stacks oder so. Jetzt können die dabei mal hier ein bisschen, ja, wachsen. Und zurückgeblieben sind noch 18 Karotten. 24, 25 oder sowas waren's. Jetzt habe ich dann eben wieder ein paar gesetzt und deswegen sind wir wieder so weit unten quasi. Genau, dann kann ich hier dabei mal wieder die Potions weglegen. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Eine könnten wir vielleicht mitnehmen. Müllt uns aber eigentlich auch nur das Inventar zu. Naja. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch diese Folge gefallen. Wir könnten die Eisenrüstung dabei wieder ausziehen. Brauchen wir eigentlich nur, wenn wir irgendwie minen gehen. Genau. Okay, dann schauen wir, dass wir nächstes Mal wieder eine Level 30 Enchantung auf einen auf eine Axt bekommen und diesmal Efficiency 4 und Unbreaking 3. Nicht wieder Silk Touch. Und dann könnten wir nämlich die reparieren und dann. Genau. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch diese Folge gefallen und Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ja, sieht schon ganz schön anders aus hier. Beim nächsten Mal wieder und ja, bis dann. Bei Hohengriffscreme sagt Servus. Tschaußen.